Degen, Florett und Säbel, alle drei Wettkampfarten, Waffenarten, trafen auch in diesem Jahr wieder zu den bereits 8. Berlin Open in Berlin-Hohenschönhausen zusammen. Nachdem der Eröffnungstag den Veteranen und den Mannschaftswettbewerben gehörte, kämpften am zweiten Tag der Berlin Open ca. 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Einzelwettbewerb um wichtige Ranglistenpunkte. Es ist irre spannend, ganz, ganz viele Gefechte, die auf den letzten Treffer in der letzten Minute erst zu einer Entscheidung geführt hatten, auch gestern schon in den Mannschaftswettbewerben. Die weiteste Anreise hatten wohl die Finnen, welche sich offensichtlich gelohnt haben. Denn Ilmari Heiskari konnte sich im Herrenflorett gegen Joey Köhler vom SC Berlin durchsetzen. Bei den Damen war es Jessica Kinzel vom OSC Berlin. Manche Sachen hätten vielleicht immer besser sein können, aber so wie meine Form war, bin ich sehr zufrieden mit mir. Beim Damendegen durfte sich Margarita Kravtschenko vom OSC Potsdam über den ersten Platz freuen. Auch Toni Kneist vom FC Offenbach, der aber beim Fechtzentrum Berlin trainiert, holte sich den Sieg klar und deutlich. Wir hatten ein gut besetztes Turnier mit vielen guten Leuten und wo man sich erstmal durchsetzen muss. Letztendlich war mein Ziel schon zu gewinnen. Aber ja, war eine anstrengende Sache. Spannend wurde es auch beim Herrn Säbel, denn Gerd Vicitil vom Berliner FC holte sich knapp den Titel. Clara Köpke vom Fechtzentrum Berlin hingegen konnte nicht von einem knappen Kampf sprechen. Sie gewann eindeutig. Auch wurden erstmals im Rahmen der Berlin Open die Berliner Landeskader geehrt. Man glaubt es gar nicht, wie anstrengend Fechten ist, innerhalb kürzester Zeit richtig doll ins Schwitzen zu kommen. Es ist die Schnelligkeit, die man braucht, die Konzentrationsfähigkeit. Dass man es selber immer wieder in der Hand hat, das Gefecht zu drehen oder ja, vielleicht auch, dass es mal nach hinten losgeht, das liegt halt eigentlich immer an einem selber. Und jeder gegen jeden gewinnen kann und dass es halt immer spannend ist und halt eine Kampfsportart mit einer Waffe ist, deswegen liebe ich das so. Die nächsten Fechttermine stehen schon im Kalender des Berliner Fechtzentrums. Seid dabei, wenn sich Fechterinnen und Fechter im Degen, Florett und Säbel wieder gegenüberstehen.